Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Heute geht es um ein extrem wichtiges Thema. Ich werde auch relativ lang hier vor der Kamera sitzen. Ich habe auch eine Menge Bilder vorbereitet, die ich Ihnen einblenden werde. Und es geht um die Entwicklung der Weltbevölkerung. Ganz schwieriges Thema. Und bevor ich es vergesse, ein Loch Lomond, ein Öko-Whisky. Genau, kommen wir nachher noch drauf, bin ich nicht ganz so gut drauf zu sprechen. Gut, heute geht es um die Weltbevölkerung. Da habe ich letztlich in einem Zeitung, ja, in einem Totholzmedium, wie es so schön heißt, gelesen. Da hat also dann ein Journalist geschrieben, ja, und auf der Welt hungern schon 800 Millionen Leute und es wird also immer mehr und immer furchtbarer und die Bevölkerung der Welt zeigt nach oben und wir werden alle sterben. Ja, der grundlegende Tenor dieser Aussage war falsch. Die Anzahl an hungernden Menschen nimmt auf der Welt nicht zu, sie nimmt ab. Und das war Schmierfink, war eine renommierte Zeitung, nicht bewusst. Ja, er ist ja Journalist, er hat ja nichts gelernt. Er hat ja nur gelernt, wie man irgendwelche Daten, die man bekommt, aufbereitet, um sie einem Publikum aufnehmbar zu machen. Ja, und wenn man das falsch aufbereitet kriegt, geht es falsch weiter. Und das passiert momentan in unserer Gesellschaft sowas von extrem, dass mit falschen Daten hausieren gegangen wird, um den Menschen Angst zu machen. Ja, in den nächsten Tagen muss ich mal hier ein Buch, ich lese gerade ein Buch aus den 70ern, wo einer also genau voraussagt, was heute passiert ist. So aus dem soziologischen Ecke. Also gewaltig. Gut, jetzt fangen wir an. Also ich blende nacheinander, ich weiß nicht, wie ich habe 15 Folien hier oder Bilder, die ich jeweils mit Quellenangabe hier versehe, werde ich also hier einblenden und mich selber dann auf so eine kleine Briefmarke zurückziehen und den Text dazu weiterliefern. Und zwar schauen wir uns zuallererst mal, und das ist aus Wikipedia, die Bevölkerungsentwicklung an. Und da sehen Sie jetzt hier unten auf der Skala von minus 1000 von unserer Zeitrechnung bis plus 2000 unserer Zeitrechnung. Und da sehen Sie nun, wie die Bevölkerungskurve nach oben schießt. Und genau auf Basis dieser, und auf der vertikalen Achse ist die Bevölkerung in Millionen, also hier 6.500 Millionen, wären also 6,5 Milliarden. Und wie heißt es immer so schön? Ja, im Jahr 2000 standen wir vor dem Abgrund und heute sind wir einen Schritt weiter. Heute liegen wir bei 7,5 ungefähr. Ja, die Zahlen, so genau lassen sie sich nicht erheben, aber durch, wenn man einen statistischen Fehler drin hat, dann wird er hübsch ähnlich bleiben. Ich glaube diesen Zahlen im Prinzip plus minus, sage ich mal, 10%. Genauer wird es nicht werden, weil halt solche statistischen Untersuchungen in den Ländern, in manchen können sie gar nicht durchgeführt werden, da muss man das so schätzen. Da kann man Satellitenbilder gucken, wie viele Hütten und wie viele Dörfer da stehen und daraus eine Menschenanzahl schätzen. An anderen Stellen gibt es Zensi, wo dann Leute gezählt werden und da weiß man es ein bisschen mehr. Ja. Interessant ist, dass wir aufgrund dieser Kurve ein gewaltiges Cassandra-Rufen in der Gesellschaft hören und dass manche Leute sagen, also die Welt ist endlich und solche unendlichen Kurven, wie ich hier meine exponentiellen Kurven zeige, sowas kann nicht weitergehen, weil die Erde ist begrenzt. Und irgendwann, wenn etwas unbegrenzt wächst und die Erde ist begrenzt, dann muss sie irgendwann knallen. Nun, die Kurve sieht exponentiell aus. Sie ist es aber nicht. Und sie wird immer so gezeigt, so ähnlich wie beim CO2, dass es gerade so passt, was man sagen will. Ne? Was man hier deutlich dran erkennen kann, ist, dass wir einen sehr, sehr langen Zeitrahmen haben, in der wir, ja, ich sag mal, 100, 200 Millionen Individuen auf der Welt nicht überschritten haben. Das lag nämlich an der Zeit, wo die Umwelt der limitierende Faktor war. Da ging es einfach nicht weiter. Ne? Also wenn da eine Horde durchs Land zog und vorher war eine andere Horde da durchgezogen und hat alles leer gefressen, man kam da hin, war nichts. Ne? Gut, was hat man dann gemacht? Da hat man zugeschaut, dass man die andere Horde ausgerottet hat. Das dürfte einer der Gründe sein, warum der Neandertaler ausgestorben ist. Und dann hatte man nämlich sein Revier zum Wurzelbuddeln und Wildjagen und so weiter, hatte man noch dazu. Ne? Und dann konnte man besser überleben. Ne? Die Männer starben im Krieg,
Und die Frauen im Kindbett. Ne? 8, 9, 10 Kinder und auf mehr ist der Körper eigentlich nicht ausgelegt. Mehr Kinder gab es dann nicht und dann ist die Frau gestorben. Ne? Und dann hat man vom fremden Stamm, den man gemetzelt hat, halt die pubertierenden Kinder dann gerade rübergenommen. Ne? Man braucht ja wieder Frauen, ne? Weil die Größe der Rotte war entscheidend für das Überleben. So, dann kommt aufgrund dieser Kurve kommen dann so Aussagen wie, wir dürfen nicht wachsen. Wachstum ist ganz schlecht, wir müssen uns klein halten und zurück zur Scholle, ökologisch ernähren und so weiter. Und die in Afrika, ja, die sollen selber schauen, dass sie keine Kinder kriegen, ne? Das sind aus meiner Sicht, und jetzt kommt ein hässliches Wort, das sind Ökofaschisten, die so verhalten. Die sagen, wir müssen hier ganz ökologisch im Einklang mit der Natur leben und die da in Afrika, ja, sollen die doch selber schauen, wie sie weiterkommen. Und so viele Kinder, die schnacksen so gerne, das ist von der Gloria von Turnotaxis. Die sind selber schuld, wenn da die ganzen Kinder sterben. Ne? Boah, also das sind für mich Faschisten. Die haben Rassenwahn, dass sie hier besser wären und sich besser ernähren würden und es besser verstehen würden und die in Afrika sind minderwertige Menschen und so. Wow, geht überhaupt nicht. Ne? Diese Grundeinstellung, wir müssen unser Wachstum einschränken, einstellen und so, ist grundlegend falsch. Und der Rest in diesem Video wird Ihnen zeigen, warum. Es ist nämlich statistisch nachweisbar. Ne? Auch so, ja, dann verteilen wir Gratis-Kondome oder solche Geschichten. Ne? Wenn der Mensch dort unter einem Euro oder einem Dollar pro Tag zur Verfügung hat, dann wird er den Kondom an irgendjemanden verkaufen, damit er Geld hat. Ne? Also Gratis-Kondome verteilen hilft da nicht. Und wenn dann die andere Seite des politischen Spektrums dahin geht und sagt, nein, 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 die Pille dürft ihr nicht. Ja, oder hinzugehen, wir müssen da Geburtenbegrenzung ins Trinkwasser rein. Die haben ja nicht umsonst so viele Kinder. Das ist in sehr, sehr armen Regionen ist das der Garant fürs Überleben, viele Kinder zu haben. So war das halt früher auch in der Steinzeit. Mit vielen Kindern kam dann der Beste durch und der hat dir dann im Alter noch ein bisschen geholfen, bis du selber mit 40 dann gestorben bist. Ne? Der Ötzi habe ich letztlich besichtigt, war ungefähr wohl 45 Jahre alt. Der hat Arthrose gehabt und der war also körperlich so schlecht beieinander. Die hatten schlechte Ernährung, Mangelernährung, also alles das zurück. Ja, der Urwald, der Wilde, der gute Wilde, die Yanomami-Indianer. Die Yanomami-Indianer haben Vitaminmangel, Eiweißmangel. 40% der Yanomami-Indianer erleben in ihrem Leben oder werden in ihrem Leben Opfer eines Kapitalverbrechens. Da geht es aufeinander los. Man hat Gräber aus der Steinzeit untersucht und festgestellt, 40% der Leute sind eines unnatürlichen Todes gestorben. Da war Gewalt. Das war gerade furchtbar. Heute ist alles ganz schlimm, alles voller... Nein, nicht alles voller Kriege. Es sind mediale Kriege vor allem. Ne? Da haben sie jetzt den IS wieder rausgezogen, wie er 200 Leute ermordet hat. Das ist schlimm, ja, schlimm auch um die 200 Leute, keine Frage. Die Azteken damals, da haben sie die Henker haben sie ablösen müssen, weil sie einen lahmen Arm hatten, weil sie von lauter Köpfen am Tag musste jeder 2000 Menschen köpfen. Boah! Also früher ging es zu, es war gerade furchtbar auf dieser Welt. Und heute ist alles besser. Die guten alten Zeiten, ja, hinterher alles schlechter war. So, also jetzt haben wir hier die große Kurve, wie sich das also entwickelt hat. Und jetzt gibt es auch in Wikipedia eine zweite Kurve, die ich Ihnen hier zeigen will, die zeigt Ihnen jetzt wieder von minus 1000 bis zum Jahr 2000 die prozentuale Bevölkerungswachstum pro Jahr. Und da sieht man hier so bei minus 400 waren es mal 0,5, wo immer man die Daten her hat. Bei minus 200 waren es minus, da ist die Bevölkerung mal wieder geschrumpft. Dann geht es so bei ziemlich null bis nach dem Jahr 800. Und dann ging es Richtung 1000, dann nahm die Bevölkerung dann wieder zu. Ja, warum? Ja, Warmzeit, ne? Also Klima, damals warm ist gut, kalt ist schlecht. Ja, wird alles heute rumgedreht, ne? Warm ist gut.
nahm also die Bevölkerung zu und dann um 1200, nach 1200 nahm die Bevölkerung wieder ab. Warum? Ja, das waren die großen Hunnenstürme oder Mongolenstürme. Ne? Das war die grausamste Zeit der Welt. Da haben sie zum Teil in Regionen 50% der Bevölkerung verloren. Ne? Der 30-jährige Krieg, der bei uns dann war, nach 1600 kann man hier auch wieder sehen, mit minus 0, so viel, der hat regionenweise hier in Europa so 15% gekostet, in der Spitze hier in ein paar Regionen in Bayern 40-50%. So, also da sieht man dann, auf der einen Seite haben wir die äußeren Einflüsse, die auf die Bevölkerungsentwicklung kommen, und dann hat man im Prinzip auch interne, der böse Mensch. Ne? Ja, will ich nicht ausschließen. Das ist so. Ne? So, und dann ab 1900 irgendwann schießt dieses Ding nach oben, wie es im anderen Bild zu sehen war. Und da haben wir also maximale Bevölkerungswachstumsraten irgendwo, das war um die 70er oder waren es 80er erst, halt von 2,6, 2,7%. Also ganz gewaltige Wachstumsraten. Und wenn man ganz genau hinschaut, ganz am Ende, sieht man, das sackt da wieder auf 1,5% ab. Da man hier jetzt nicht so viel sieht, habe ich mir die Daten nochmal exakt rausgesucht. Zum Teil von der UNO, zum Teil von Statistica, Statista, so heißt diese Seite. Und da habe ich jetzt also Folie 3, die Zunahme der Weltbevölkerung jetzt nicht prozentual, sondern absolut in Millionen pro Jahr. Und da kann man schön sehen, von 0 geht's los und die Bevölkerung nimmt so gut wie nicht zu. Ne? Nach 1200 geht's runter. So, 1300, der Wert ist schon wieder weiter unten. Das waren, wie ich gerade sagte, die Mongolenstürme. Dann um 1400 war, glaube ich, war da nicht dann die mittelalterliche Warmzeit ein bisschen zu Ende. Dann 1500, 1600 konnte es zunehmen, weil die Kartoffel aus USA eingeführt wurde. Und 1600, so viel ging es da wieder runter, das war der 30-jährige Krieg. 1700 nahm auf einmal die Bevölkerungswachstum deutlich zu. Man muss sich überlegen, wir hatten im Jahr 1900 erst 1 Milliarde erreicht. Das heißt, wenn wir hier also 10 Millionen Wachstum pro Jahr hatten, war das ein gewaltiges Wachstum. Ne? Und das war die beginnende industrielle Revolution. Ich habe bei der Whiskybrennerei Penderyn, die ich besucht habe, nebendran sieht man die ersten Tagebau-Kohleflöze der Welt, die also großtechnisch ausgebeutet wurden. Und das war also südliches Wales. Und dort ging halt dann, in der Nähe war ein Erzvorkommen und da war Kohle. Und damit konnte also dort der Zündfunken für die industrielle Revolution in Großbritannien stattfinden. Ne? So, dann 1840 oder so, dann die große Kartoffelfäule. Auch hier sieht man den Knick. Das ist in Irland. Ja, von Irland hatte schon mal, ich glaube, 6 oder 7 Millionen an Bevölkerung und davon sind dann, weiß ich, 2,5 gestorben, weil einfach keine Nahrungsmittel mehr da waren. 2 Millionen sind nach USA ausgewandert. Und dann war im Prinzip, davon hat sich, von diesem Drain, hat sich Irland nicht, bis heute nicht wieder erholt mit 4,5 Millionen Einwohnern oder so. Ne? So, und dann hurtig wächst die Zahl. Und während man zwischen 1000 und sagen wir mal 1800 oder 1700 die Kriege noch deutlich spüren konnte in der Bevölkerung, kann man jetzt 1914, 14 bis 18 Erster Weltkrieg und 39 bis 45 Zweiter Weltkrieg, kann man hier keine Abnahme der Bevölkerung sehen. Es wurden viel zu wenige das darf man ja gar nicht sagen. Also es wurden prozentual immer weniger umgebracht. Und da habe ich ein Buch gelesen oder auch hier vorgestellt per Video, Gewalt von Herrn Pinker. Das ist ein Buch, was die Leute nicht hören wollen. Ne? Und die Gewalt auf unserem Planeten immer weniger wird. Ja, lesen Sie oder sehen Sie sich das Video an. Da sind sehr unbequeme Wahrheiten drin, die die Welt nicht hören will. Ne? Weil jetzt bei so einem Krieg, da sterben, ich sag mal jetzt etwas zynistisch, ne? Sterben da ein paar Hunderttausend. Ne? Was ist das auf 7,5 Milliarden Einwohner? Nix. Ne? Was waren so im Zweiten Weltkrieg? 10 Millionen oder Mao, Stalin, 10 Millionen weggeräumt. Ne? Aber da hatten wir ja schon 1800 war 1 Milliarde, 1900 waren ungefähr 2 Milliarden. Da hatten wir schon über 2 Milliarden Bevölkerung. Wenn sie da so ein paar zig Millionen wegräumen, da war das auch nur ungefähr 1%. Und die Geburtenraten waren da viel höher. Ne? Also das hast du nicht mehr gespürt. Ne? So, aber dann nach dem Krieg steigt es an, um dann so langsam abzuflachen. Das liegt daran, dass im Westen dann auch die Pille da war, die
einen Einfluss hat, den man aber nicht überbewerten sollte, denn viel höhere Bewertungen sehen wir nachher, ist das Einkommen der Leute. Ne? Und jetzt sieht es so irgendwo aus, dass wir von 80 bis maximal paar 90 Millionen pro Jahr wachsen, was so 1,2% der Bevölkerung ungefähr entspricht. Und wie geht es denn dann weiter? Und da ist es ganz, ganz wichtig, warum ist dieser Anstieg so erfolgt nach 1960? Der Anstieg nach 1960 ist erfolgt, weil mehr und mehr Menschen miteinander Handel treiben konnten, Wohlstand in die Welt gekommen ist und mit diesem Wohlstand konnte man als allererstes die dringendsten Probleme der gesamten Welt lösen, die Kindersterblichkeit. Zuallererst hat man dafür gesorgt, dass die Kinder nicht mehr sterben. Wupp, geht die Bevölkerung hoch. In einem zweiten Schritt kam mit mehr weltweitem Einkommen kam eine bessere Ernährung. Wir haben durch, ja, erstmal durch Zuchtauswahl bei den Getreiden den Hektarertrag massiv erhöht. Es war ein Deutscher, Justus von Liebig, der den Kunstdünger erfunden hat und den über die Welt gebracht hat, womit also die Erträge massiv steigen konnten. Das war aber schon 1850 oder so. Und Phosphatdünger. Und damit konnte man also die Erträge und die Felder dann massiv erhöhen. Und damit konnte man die Menschen ernähren. Und damit kamen die Menschen auch durch. So, das hieß, das Lebensalter von denen stieg. Jetzt kamen mehr Kinder durch. Das durchschnittliche Lebensalter oder die maximale Lebensspanne stieg. Und was passiert dann mit der Weltbevölkerung? Wow, ne? Super hoch. Aber wir müssen dazu sagen, die maximale Lebensspanne bei Menschen ist begrenzt noch. Ich habe mal ein Video, das schreibe ich unten drunter, über das ewige Leben gedreht. Wir werden daran in den nächsten 10, 20 Jahren so weit drehen, dass die ersten Menschen ihre Lebensspanne massiv werden ausweiten können. Von dort aus bis zum ewigen Leben ist nicht mehr weit. Bloß zuerst werden das nur die Milliardäre bekommen. Ja, der Einfache natürlich nicht. So. Und jetzt bedeutet es, wir müssen jetzt eine Generation durch, nicht eine Generation, ein Lebensalter durch, bis diese Kinder dann auch anfangen zu sterben. Das klingt jetzt hart. Und wenn die jetzt mit 70 Jahren sterben, dann sieht man hier in dieser Kurve, 1960 ging also die massive Vermehrung los, so richtig los. In den 70ern und 80ern schoss es dann nach oben. Und wenn diese Leute 70 Jahre alt werden, dann ist so 2030, 2040 muss dann weniger werden, ne? Voraussetzung, unten kommen nicht so viele nach. Dann haben wir so einen Berg, der sich da durchquält. Das sind die Babyboomer. Ne? Und die werden dann auch abtreten. Und dann ist die Erde diesen hässlichen Homo sapiens auch wieder los. So, jetzt schauen wir uns dann mal an, wie das zukünftige Wachstum, hier auf der Folie 4, die Zahl sage ich mir selber an, wie das zukünftige Wachstum aussieht. Und das ist jetzt eins, das wurde aus dem Jahr 2007 extrapoliert, findet sich auch auf Wikipedia. Und da sieht man ganz oben in Violett die Welt, wie die Welt ja, prognostiziert wird, wie sie wachsen wird an der Bevölkerung. Die Zahlen, sieht man, sind so ein bisschen logarithmisch eingeteilt, damit die Kurven nicht ganz unten aufknallen. Und unten die ist horizontal. Das heißt, die Zahlen, die ganz oben sind, sind die wichtigsten. Weil Sie sehen, von 1000 oder von 100 bis 1000 ist genauso weit wie von 1000 bis 10.000 auf der vertikalen Achse, auf der Achse nach oben. Ne? So, das heißt, die Weltbevölkerung pendelt sich hier mit der dicken, fetten Linie, mit einem Streukorridor unter 10 Millionen ein. Es gibt Zahlen vor ein paar Jahren, die haben 8,6, 8,7 Milliarden gesagt. Mittlerweile ist man bei der UNO hingegangen und hat so ein bisschen den Angstkorridor eröffnet und hat gesagt, okay, Kinder pro Frau, machen wir mal plus minus 0,5 und dann spreizt sich das Band weiter. Und die Menschen besonders viel Angst machen wollen, die sagen, es wären 15 Milliarden. Und die es also ein bisschen stringenter angehen, die sagen, ja, irgendwo bei 8,5, 9 ist dann irgendwann Schluss. Asien kann man sehr schön sehen. Asien bremst sich gerade ganz massiv ein, ist aber
der bevölkerungsreichste Bereich oder Kontinent auf der Erde, die gelbe Linie. Und da sieht man, dass im Prinzip das Problem der Erde in Asien gelöst wird oder wurde. Dadurch, dass China zunächst die Ein-Kind-Politik, was für mich auch ein sehr staatsdominierendes System zu dem Zeitpunkt war, das war das eine. Aber das zweite, viel, viel wichtiger war das Öffnen Chinas oder der Wirtschaft Chinas weg von der Planwirtschaft hin zur freien Marktwirtschaft, hin zur freien Wirtschaft, was nämlich dazu geführt hat, dass die Menschen in China Geld bekommen haben. Und wir werden nachher sehen, dieses Geld, dieses Einkommen ist Garant dafür, dass es nicht mehr so viele Kinder gibt. Weil dann die Zukunftssicherung nicht auf den Kindern aufgebaut wird, sondern man braucht nur wenige Kinder, für die gibt es genügend Krankenvorsorge und so weiter. Die Lebenserwartung in China ist genauso hoch wie bei uns. Alles da, das heißt, man muss nicht mehr so viele Kinder durchfüttern, sondern es reichen wenige, mit denen kann das dann funktionieren. Und das ist im Prinzip die Begrenzung, also der Wohlstand, das Einkommen. Ne? So, Europa kann man sehen, die blaue Linie, die ist over the top. Ne? Wir sind gerade in einer sehr starken Stagnationsphase und es geht relativ zügig runter. Dann die afrikanische Linie, schwarz nach oben. Und da sind einige Ungenauigkeiten, kommen wir nachher noch ein bisschen genauer drauf, denn einige Unwägbarkeiten, denn da gibt es Staaten, die den Anschluss nicht gefunden haben. Afrika wird immer gezeigt, sitzt ein Kind im Dreck, Fliegen laufen übers Gesicht, alles hungert und so weiter. Das ist bei weitem nicht richtig. Ich habe Afrika mittlerweile auch schon mal besucht, zweimal. Und Afrika geht wundervoll aufwärts. Das Boom, der Boom-Kontinent schlechthin. Allerdings gibt es Regionen, einige Bereiche, Länder, bei denen klappt es nicht. Also Afrika ist gespalten, Schwarzafrika, die Hälfte klappt nicht. Jetzt muss ich mal hier ein bisschen spicken, ob ich hier schon sehe, wo... Ja, die abgehängten Staaten, sehen wir nachher dann noch genauer, sind Niger, Mali, Somalia und Tschad. Also das sind die wichtigsten Abgehängten. Und die sind allerdings nicht so groß von der Bevölkerung, die tun uns noch nicht so weh. Nigeria und Demokratische Republik Kongo, die zwei, die sind's. Ne? Wenn man da die Sache zum Laufen ordentlich bekommt, dann, ja, dann hat Afrika gewonnen. Dann hat Afrika gewonnen. So, dann Lateinamerika, da wächst noch, aber ist jetzt von der Größe her nicht mehr so bedeutend. Nordamerika wächst auch noch, auch nicht so bedeutend. Und Ozeanien, unten die grüne Linie, ja, das sind ganz wenige. So, damit sehen Sie das Bild. In Asien hat man es geschafft, das Bevölkerungswachstum ja, in den Griff zu bekommen, zu begrenzen. Und es ist ganz klar absehbar, durch die Anzahl Kinder pro Frau, dass Asien ja, am Maximum angekommen ist. So, und das liegt daran, weil wir Wachstum haben, weil unser Bruttosozialprodukt steigt. Und hier habe ich von der Weltbank ein Diagramm, das ist, ich blende es ein, die 5. Da sieht man, wie das Bruttosozialprodukt in Trillionen US-Dollar von 1960 nach oben knallt, bis wir heute, das ist glaube ich die letzte Zahl ist 2014, 78 Trillionen Dollar globales Bruttosozial, Bruttoinlandsprodukt hat, GDP, Gross Domestic Product. Und man sieht hier sehr schön 2009 der Haken, ne, wo es runtergeht, ne, Finanzkrise. Also diese Finanzkrise, über die ich mehrere Videos hier schon gedreht habe, das ist ein Ding, was wieder auf uns wartet, was diese super schöne Entwicklung auf der Welt beeinflussen wird und kann. Ne? Also wir sollten dafür achten, dass unser Wachstum weitergeht, dass, ja, dass wir Knete machen, dass wir
verdienen, dass wir mehr produzieren, dass wir Dinge für die Welt schaffen und dass die Welt unsere Dinge kaufen kann, weil wenn sie etwas für uns herstellen, Vorprodukte und wir Fertigprodukte ihnen, dann leben wir miteinander, dann hat jeder ein wachsendes Bruttosozialprodukt, dann haben wir eine Win-Win-Situation, dann geht das alles nach oben. Ja, und dann wird es für die Welt besser. Wachstum gleich besser. Das ist die Aussage, die so viele nicht verstehen wollen. Wenn sie also Afrika was Gutes tun wollen, treiben Sie Handel, kaufen Sie Dinge aus Afrika, kaufen Sie mal Kudu, wird auf Farm gehalten, also es ist nicht so, dass Sie die Serengeti ausrotten. Kudu, Gazelle, Antilope, Büffel, dann bringen Sie Geld in das Land rein. Natürlich hockt da eine Feinkosthändler dazwischen und macht 50%, ist ja auch klar, oder 70. Aber es kommt wenigstens was in Afrika an. Das gleiche in China. Wenn Sie hier einen Rasierapparat für 250 kaufen, in China geht der für 7 Euro über den Tisch. Ne? Aber trotzdem mit den 7 Euro, mit den riesigen Mengen, hat es China geschafft. Ne? Also Handel müssen Sie mit dem Land treiben. Ja, dann wird es besser. Ne? Gut, jetzt aktuell kommt wieder Spendenzeit, habe ich auch so über Spenden gedreht. Spenden Sie nach Afrika. Wir haben zum Beispiel Patenschaften, Plural, mit SOS-Kinderdörfern in Afrika. Ja, damit dort Bildung bei den Kleinsten ankommt. Und wenn die Bildung haben, dann ist es in der halben Generation, sind das die Treiber für Wohlstand, Fortschritt, Wachstum. Nur so geht's richtig. So, und jetzt kommt eine Seite, die ich also unendlich liebe. Eine Arbeit hat sich der Hans Rosling, über den habe ich auch schon mal ein Video gedreht, hat sich eine wahnsinnige Arbeit gemacht. Und gehen Sie auf die Webseite gapminder.org. GAP für Gap, also den Spalt, und Minder für Erinnerung, Erinnerung an den Spalt. Und das kommt aus der Londoner U-Bahn, weil da Watch Your Step oder Mind the Gap oder was immer dort steht, wenn man also in die U-Bahn einsteigt, dass da so ein kleiner Spalt ist. Also da kommt der Name her. Und der hat also, das ist ein Arzt, Schwede, und der hat also in seiner Sturm- und Drangzeit auch in Indien gearbeitet, in den Cholera-Löchern und im Dreck und so weiter und so fort, und hat also aufgesogen, wie es Ländern besser geht. Und dann ist er irgendwann hier im Carolina-Institut, ich glaube, die auch Medizin- und Nobelpreis vergeben. Da ist er beschäftigt und der hat gesagt, er braucht die Daten der Welt. Und da haben die ganzen NGOs, die da Statistiken erheben, und die Staaten und die UNO und sagen, ja, es geht nicht. Und wir haben die Daten, das ist viel zu kompliziert. Und dann kommt wieder irgendein Schreiberling, ein Wissenschaftler, rot-grün angehaucht, und fasst dann die Daten so zusammen und gibt es in die Welt raus. Alles wird schlimm und wir haben schon 800 Millionen Hungernde und so weiter. Lauter so ein Blödsinn kommt da raus. Sondern diese Daten, die mit öffentlichen Mitteln entstanden sind, müssen öffentlich zur Verfügung stehen. Das ist die Message vom Hans Rosling. Und das hat er gemacht. Er hat also für fast alle Staaten der Welt, fast alle Staaten der Welt, für eine gewaltige Zeitreihe von 1800 bis aktuell, die Daten zusammengetragen über Einkommen, Kinder pro Frau, Sterblichkeit und. Gehen Sie auf die Webseite. Direkt vorne ist ein Tool, wo Sie Grafiken sehen, jetzt blende ich Ihnen das Bild ein, wo Sie beliebige Dinge auf statistische Daten auf der Welt gegeneinander auftragen können. Und hier ist jetzt aufgetragen die Lebenserwartung in Jahren in der vertikalen, in der Hochachse, unten von 20 bis 80 als obersten Wert, 80 Jahre. Und unten horizontal das Einkommen pro Person in Dollar pro Jahr. Also GDP pro Einwohner. Und das ist jetzt das Jahr 1800. Was war 1800? Da war die industrielle Revolution, hatte gerade erst begonnen. Es ging also ganz gerade erst los. 1700 so viel die Dampfmaschine. Dann Watt hat sie verbessert. Und dann Eisenbahn noch nicht so wirklich, das kam dann erst 1830 oder so, und dann ging das so langsam los mit Eisenbahnbrücken und Türmen, 1899 Eiffelturm und so weiter, da trug sich das dann weiter. Und jetzt sieht man hier so Bubbles. Die Bubbles, oh, da muss ich jetzt ein bisschen spicken, die Farben gehören nämlich zu irgendwelchen Kontinenten. Habe ich die nicht mitgenommen? Nun ja. Also ich krieg's schon noch zusammen. Gelb, das sind die rechts mit dem höheren Einkommen. Das sind die europäischen Staaten.
Ne? Da ist ein Grüner dabei. Grün ist Amerika, amerikanische, Nord- und Südamerika. Das ist nämlich die USA. Und die Größe der Bubbles ist die Anzahl an Einwohnern. Das heißt, große Bubble, große Einwohner, kleine Bubble, wenige Einwohner. Und da sind ganz rechts die Punkte, das ist Großbritannien. Ne? Die haben das höchste Einkommen durch ihr ganzes Kolonialwesen. Britannia rules the waves. Die haben also aus allen Ländern das Geld abgezogen, heim ins Reich. Gold, Silber hast du nicht gesehen. Und damit waren sie in der Lage, diese industrielle Revolution herauszubringen. Die Weltflotte segelte unter britischer Flagge. Also, und zwei große Bubbles sind da. Der obere ist China, der untere ist Indien. So. China, Lebenserwartung 32 Jahre. Indien, Lebenserwartung 25 Jahre. Die sind gestorben wie die Fliegen. Die haben sich vermehrt wie die Kanickel. Entschuldigung. Also das klingt ja so abwertend, aber das zeigt, sie haben sich wahnsinnig viel vermehrt und sind wahnsinnig früh gestorben. Das war also wenig Einkommen, kurze Lebensspanne und jeder hat sich nur um seine eigene Ernährung, sein eigenes Fortkommen kümmern müssen. Habe ich einen Soziologen, einen Professor, Vortrag in der Teleakademie gehört. Und der sprach davon, ums Jahr 1800, ich glaube bei ihm war es 1805 oder so, 85% der Menschen lebten unterhalb der heutigen definierten, absolut minimalen Armutsgrenze von einem Dollar pro Tag. 85% der Menschheit war am Verhungern. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Man sieht so in den Museen da die Grafen und die Küchen und was alle da, die Ställe, die Fasanerien und was sie da alle hatten. Draußen sind sie verreckt. Und der feudale Adel, der sich von der Kirche hat einsetzen lassen, dem ging es gut. Ja, und der Kirche ging es auch gut. Und die Kirche hat das Gold neigeschäffelt in ihre Gotteshäuser, hat die Leute zum Arbeiten geknechtet, haben riesige Steinhäuser gebaut, haben Wohlstand vernichtet, mit dem die Leute mehr Ackerbau hätten treiben können, weniger früh gestorben wären. Aber nein, sie haben also diese riesigen Kirchen gebaut. Dann hat man Leuten, damit sie sich nicht umbringen, hat man gesagt, wenn du dich umbringst, ist Sünde. Ne? Also du musst arbeiten bis zum Umfallen und der liebe Gott sagt dir, wann du stirbst. Nein, dem hat man nicht so viel gelassen, dass der hätte länger leben können. Eine reinste Katastrophe. 1800 war ein Scheideweg, weil ab da wurde es besser. Und hier sehen Sie also nun diese Bubbles. Da ist kein Land mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von mehr als 40 Jahren. Natürlich hat es immer Leute gegeben, schon im alten Rom, Plinius der Ältere und wie sie alle hießen. Die sind älter geworden. Natürlich, maximale Lebensspanne war damals auch 70, 80 Jahre. Ne? Heute ist man maximal bei 116 oder irgendwie sowas. Aber Einkommen niedrig, Lebenserwartung niedrig. So, jetzt blättern wir mal weiter auf 1900. Und wenn Sie da also einen richtig guten Vortrag sehen wollen, auf dem TED, Hans Rosling beim TED, die 200 Jahre, so unser 200 Years, da beschreibt er mit einer wundervollen, prägnanten, allerdings stark mit schwedischem Akzent versehenem Englisch, beschreibt er die 200 Jahre der Menschheit, von 1800 bis 2000. Ein Traum von einem Video, ich könnte es mir, ich sage mal, alle Monate einmal ansehen. So, und jetzt schauen wir mal nach 1900. 1900 hat sich eine Menge getan. Die industrielle Revolution ist massiv vorangeschritten. Und die gelben Staaten hier als Bubbles, da können Sie im Web auf dem gapminder.org können Sie mit der Maus darüber gehen, da wird Ihnen eingeblendet, welcher Staat welche Bubble ist. Ne? Die gelben Staaten, also Europa, hat sich weiterentwickelt. In Amerika gibt es die große USA, die die Haupteinwanderungswelle oder eine große Einwanderungswelle schon hinter sich hat. Die Leute in den USA werden schon 50 Jahre alt im Schnitt. In Europa einige Länder, ja, deutlich niedrigere Lebenserwartung. Deshalb sind die Leute nach USA ausgewandert. In Europa war es halt schwierig. Ne? Begrenzte Ackerbaumöglichkeiten. Ne? Die Kaiserreiche waren da, der Adel war noch in place. Ne? Der hat das Zeug sich reingezogen. Ne? Indien noch weiter abgesunken, unter 20. Ne? In Indien hat es also die erste Bevölkerungsexplosion gegeben, weil als Kolonie gab es dann doch gewisse Standards, gewisse Hygienestandards von den Briten eingeführt und so weiter. Aber es hat halt nicht für alle gereicht, massiver Hunger, die Leute sind halt gestorben. Ne? China im Verharrt, wo es vorher auch war, nichts passiert, nicht wirklich geöffnet. Und der Rest ist so ein kleiner Flickenteppich, der da
Wie lange geht der? Die weiter oberen liegende rote Kugel, glaube ich, ist Japan, wenn mich da nicht alles täuscht. So, aber maximale Lebenserwartung bei vielen Ländern schon an die 50. Also gut rausbewegt, ne, zu höheren Einkommen, ja, verfünffacht, versechsfacht. Bereits in den westlichen zivilisierteren oder nee, frühzivilisierten Ländern. Ne? Ja. Oder sagen wir lieber frühindustrialisierten Ländern. Aber man will ja die anderen Zivilisationen nicht abwerten. So, und jetzt kommen wir auf 2015. Schauen Sie sich mal das Bild an. Und dann sagen Sie mir offenen Herzens, auf der Welt ist es schlechter geworden. Mit diesen drei Bildern ist jedes dieser Cassandra-rufenden, nationalökologischen Fantastereien ad absurdum geführt. Es gibt keinen Staat mehr, der eine mittlere Lebenserwartung von unter 50 Jahre hat. Beim 1800 war keiner, der über 40 Jahre lag. Wir haben die Lebensspanne der Menschheit verlängert. Gerade, dass es nur so kracht. Ne? Im Prinzip, im Schnitt, ungefähr verdoppelt. Das ist für mich Fortschritt. Richtig Fortschritt. Das ist Zivilisation. Das ist toll. Und wir haben die Einkommen massiv erhöht. Was natürlich massiv zuschlägt, ist China und Indien. Ne? China schon bei 15.000, Indien bei 6.000 Dollar pro Jahr und Einwohner. Jeder dieser Punkte teilt sich jetzt in Provinzen auf. Können Sie anklicken, in Provinzen aufteilen und so. Dann sehen Sie, dass in China es welche gibt, die also ganz links hier auf dem Diagramm anzufinden sind und welche, die oben bei uns rechts zu finden sind. Ne? Der Westen in China ist arm, ist Bauer, kürzere Lebenserwartungen, ja, denen geht es noch deutlich, deutlich schlechter. Und an der Küste, da geht es richtig ab und deswegen gibt es die vielen Wanderarbeiter, die alle an die Küste wandern, weil dort das Geld ist, weil man dort Handel treibt, weil dort Produktion ist, da hat man einen Job und. Ne? Das sind die Vorteile unserer modernen Gesellschaft, unserer modernen Entwicklung. Ja, da ist alles versifft und Umwelt. Ja, was macht Ihnen aus, wenn die Luft versifft ist, wenn Sie doppelt so lang leben? Vorher, wenn Sie verhungert sind? Ja, man muss den Mittelweg suchen. Ja, wo denn? Wie denn bitte? Ohne diesen Handel, ohne diese Wertschöpfung, ohne den Wohlstand. Hier ist nicht. Gut, China wird sich genauso entwickeln wie wir. Das nehme ich jetzt, wo die Leute wohlhabend geworden sind. Sie sagen werden, wir wollen den Dreck in der Luft nicht mehr. Und dann muss auch die Kommunistische Partei sagen, also jetzt müssen wir ein paar Standards einführen. Passiert ja schon. Kohlekraftwerke werden gereinigt, schwefelarm und so weiter. Also China macht eine Menge. Es dauert allerdings, bei uns hat es gedauert, bis 1900, sagen wir mal, 75, 80, bis der Dreck so halbwegs weg war. Ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen. In China wird es die halbe Zeit brauchen. Die sind schneller. Heute ist die Zeit exponentiell, wächst das alles. China wird das schneller schaffen. So, was aber schade ist, wenn Sie gucken, die blauen Punkte, das ist nämlich Afrika. Die befinden sich am weitesten links. Das heißt, geringstes Einkommen. Aber das Alter ist schon auf 60 im Schnitt gestiegen. Es gibt so einige vereinzelte irrende Punkte. Das sind die Failed States, wo es halt nicht so klappt. Ne? Aber die großen Punkte, das Demokratische Republik Kongo und Nigeria, die liegen jetzt doch schon bei 57 Jahren Minimum an Lebenserwartung. Und damit kommen diese Kinder durch. Deshalb explodiert Afrika mit dem Einkommen. So, jetzt wollen wir mal was dazu sagen, wie das mit der Armut und dem Hunger auf der Welt aussieht. Die Ernährung der Bevölkerung oder die Möglichkeiten der Ernährung der Bevölkerung wächst stärker als die Bevölkerung. Immer wieder so die Sache, ja, das wächst exponentiell, aber die Erde kann nicht weiter. Nein, es wächst, die Ertragskraft an Kalorien wächst auf der Erde stärker als die Menschheit. Jo. Ne? Natürlich, wenn man sagt, zurück auf die Scholle, alles Bio und so weiter, dann nicht. Nein, dann nicht. Und deshalb halte ich es für unethisch, dass man sagt, man muss jetzt alles auf biologisch umstellen und so weiter. Wir, die wir so viel Nahrungsmittel produzieren können, wir müssen zu vernünftigen Preisen exportieren können, dass die Welt sich das leisten kann.
dort, wo was wächst, Entschuldigung, was angebaut werden kann, muss man anbauen, um die Welt zu retten. Und dabei ist interessant, da heißt immer, ja, muss das vegan, nicht so viel Fleisch und so weiter. Da gibt es eine Untersuchung von zwei Professoren, ich glaube USA, glaube ich, waren die, renommiert. Die haben herausgefunden, die vegane Ernährung würde die Weltheit, würde die Menschheit auf der Welt in den Hunger treiben. Vegan geht nicht. Warum? Das ist immer meine Rede, Eiweißmangel und so. Ja, da muss man die richtige Gemüse essen und genau daran hängt's. Die richtigen Gemüse können Sie in der Menge auf der Welt nicht anbauen. Es gibt nämlich so viele Flächen, da wächst gerade mal Gras. Und was macht man mit Gras? Da lässt man Ziegen, Schafe weiden und da kriegt man Fleisch und man kriegt Milch raus. So, und man kann dann auch Geflügel auf gewissen Flächen züchten. So, das heißt Lacto-Ovo-Vegetarier, die also Milchprodukte und Eierprodukte mit dazu nehmen und geringe Mengen Fleisch zu sich nehmen, ja, ich sag mal so, von dem, was wir heute essen, vielleicht ein Zehntel, damit wäre die Weltbevölkerung optimal zu ernähren. Also als Veganer retten sie nicht die Welt. Sie retten ihr eigenes Ego, dass sie den armen Tieren nichts tun. Nun, ja, da ist der Weg eindeutig hin zum Kunstfleisch, zu Bioreaktoren, ich habe mal über Kunstfleisch gedreht, zu Bioreaktoren, die also mit weitaus höherem Wirkungsgrad Eiweiße herstellen können. Und deswegen ist ja zum Beispiel Asien lebt auf Geflügel, weil man weniger Kalorien braucht, um Eiweiß, um Geflügeleiweiß herzustellen, als jetzt Rindereiweiß oder sowas herzustellen. Ne? Drum läuft Asien auf Geflügel, weil man dafür weniger braucht. Die Viecher werten die Nahrung besser aus. So, und jetzt kommen wir also zum Diagramm. Das ist jetzt, glaube ich, von der UNO. Bericht Undernourishment Around the World in 2015. Das finden Sie. Dann Tabelle und nebendran eine Grafik. Und diese Grafik blende ich Ihnen jetzt auch ein. Und da können Sie jetzt sehen, die Anzahl an Menschen, die hungern, das ist die große gelbe Linie. Ich habe heute... Mal schauen. Und die dicke gelbe Linie, die so wellenförmig sich bewegt, aber von der Tendenz her abwärts zeigt, das ist die Anzahl an unterernährten, auch hungernden Menschen. Also die Leute, Entschuldigung, die abends hungrig zu Bett gehen. Wir machen das hier nur wieder freiwillig, aber die müssen das leider machen. Das sind auch die Menschen, die unter einem Dollar pro Tag verdienen oder zur Verfügung haben. So, und da sieht man, 1990 lag die bei 991 Millionen. Und wenn wir das zu 1990, die Weltbevölkerung, uns anschauen, wo lagen wir denn 1990? 1990 lagen wir, ich sag mal so wahrscheinlich bei 5 Milliarden oder so. Ne? Waren das vielleicht 20%? Ach ja, und darunter sieht man die graue Linie und das ist das nun in Prozent. Ja, genau, 23,3% waren das. Ne? Zieht man diese Linien weiter zu früheren Zeiten hin, 1970 ungefähr, 75, da waren über 30% der Menschheit unterernährt und am Hungern. Und wenn man zurückgeht auf dieses Jahr 1805, von diesem Soziologieprofessor, dessen Namen ich leider jetzt nicht präsent habe, da waren es 85%. Wir können also ganz deutlich diese Abnahme sehen, wie wir unsere Menschen immer besser ernähren können. Ganz, ganz tolle Sache. Natürlich, wenn wir die Nahrung besser verteilen können, wenn wir niemanden haben, der mit Nahrungspreisen spekuliert und alle Argumente richtig. Ne? Aber das prinzipielle Argument, es geht nicht. Und wir müssen weniger, weil dann besser. Das ist grundlegend falsch. Wir müssen mehr, weil dann besser. Wachstum auf jeder Front. Das ist zwingend wichtig. So haben wir die letzten Jahre gefahren und wir sehen, es wird deutlich besser. So müssen wir so weitermachen. Ist doch ganz einfach. Dann immer, ja, auf Lasten der Umwelt und so weiter und so fort. Wie gesagt, wir müssen durch den Dreck durch und nachher wird es besser. Haben wir bei uns in Europa gesehen, das müssen wir den anderen auch zugestehen. Gerade geht China durch den Dreck, die kommen da auch hinten wieder raus. Indien lebt gerade im Dreck, ja, schon ein paar Jahrzehnten. Aber auch die werden dabei rauskommen. Verwandtschaft ist letztes Jahr nach Indien umgezogen zum Arbeiten. Und da gibt es auch mittlerweile Ecken, die sind auch schon deutlich sauberer.
Der Mittelstand wächst wie verrückt in Indien. Und der Mittelstand ist also der, der aus dieser Armut rauskommt und jetzt, sagen wir mal, $2 pro Tag oder mehr zur Verfügung hat. Ne? Und dann wollen die auf einmal Autos haben, jo, ne? Und dann, so geht es dann los. So, und jetzt sieht man also, wir sind runter 2014 auf 780 Millionen unterernährter Menschen bei 7, so viel Milliarden. Ein super Erfolg von 85% Hungernden, über 30% Hungern in meiner Jugend zu jetzt runter auf eine Zahl um die 10%. Das ist fantastisch. Natürlich ist jeder dieser 10% immer noch einer zu viel, selbstverständlich. Aber nur, wenn wir weiter so ranklotzen, mehr produzieren. Gentechnik hat so einen riesen Einfluss auf die Ernährung der Welt. Ohne Gentechnik versterben uns die Leute. Wenn dann die Bevölkerung ab 2050, wo sie das Maximum wohl erreichen wird, mit diesen 9,6 oder 9 Milliarden Menschen, wenn es da wieder runtergeht, da können wir dann anschließend hingehen und sagen, okay, jetzt können wir uns zurückziehen und versuchen, ökologischer, bla und so weiter zu leben. Jo, dann ja. Dann funktioniert's. Aber vorher ist unsere Menschenpflicht, diese Leute alle durchzubekommen. Ganz, ganz wichtig. So, das soll also das jetzt gewesen sein mit den Anzahl Hungernden. Und was haben wir jetzt noch? Ja, genau. Und jetzt kommen wir zu dem allerwichtigsten Punkt, die Quintessenz, das, was wir daraus lernen. Und zwar jetzt die Folie 10. Jetzt tragen wir bei gapminder.org die Lebenserwartung in Jahren über die Kinder pro Frau, Babys pro Frau, auf. Und jetzt sehen wir wieder das Jahr 1800. Schauen, ja, die ganzen Punkte finden sich relativ weit rechts. Und sie liegen eigentlich, der Schnitt liegt so bei 5,7 Kinder pro Frau. Das dürfte so das biologische Maximum sein, was machbar war, bevor die Frauen aus Mangelernährung durch die vielen Kindergeburten da gestorben sind. Ne? So, es gab dann ganz, ganz viele, so auch zum Beispiel hier ganz weit rechts bei 8 Kindern pro Frau. Das ist die Frühindustrialisierung, wo die Menschen vom Land aus in die Stadt zogen, weil dort einfach die Lebensbedingungen besser waren. Und da kriegte man auf einmal nicht mehr 5,5 Kinder durch pro Frau, sondern auf einmal kriegte man 8 Kinder pro Frau durch. Deshalb ging ab 1800 dann auch die Bevölkerung von 1800 ungefähr 1 Milliarde, 1900 2 Milliarden, drum verdoppelte sie sich in einem Jahrhundert. Ne? Da waren also hier rechts ganz außen ein paar gelbe Länder. Da waren jetzt die Bedingungen so besser geworden, dass die mehr Kinder kriegten. Und da, wo die Bedingungen ganz schlecht waren, halt immer weniger. Ne? So, das ist also 1800 pro Frau mindestens 4. Ja, ich kenne einige Frauen, die sagen, jo, die Gnade der späten Geburt. Wir sind froh, dass wir jetzt nicht mehr so viele Kinder haben müssen. So, jetzt blättern wir weiter auf das Jahr 1900. Und da zeigt sich schon, das können Sie also auf gapminder.org, können Sie das animieren lassen. Da läuft das durch. Ne? Boah. Und da können Sie jetzt sehen, wie die Anzahl an Kinder pro Frau in den entwickelten Ländern, die höheres Einkommen haben, rapide abnimmt und gleichzeitig die Lebenserwartung ansteigt. Die Punkte gehen weiter nach links und steigen nach oben. Vorher war, das habe ich jetzt gar nicht so genau, die vertikale Achse mir angeguckt gehabt, da lag also die maximale Lebenserwartung auch hier wieder bei 40, ne, wie wir es von vorher kannten. Und jetzt geht es hoch, dass also die ersten Staaten und darunter auch Amerika, USA, der große grüne Punkt, da haben die immerhin noch 4 Kinder gehabt. Kann man bei Bonanza sehen. Ne? Die hatten auch 4 Kinder. Waren das 4 oder waren das 3? Ich glaube, waren 3, oder? Ja, die war ja auch schon. Ne, das war vorher. Also sie hätten 5, sind 3 gestorben, 2 gestorben. Entschuldigung. So, und da sieht man, dass also die ersten Länder, und ich glaube ganz links da, das ist Großbritannien. Ich bin mir nicht ganz sicher. Gehen Sie dann bei Gapminder mit der Maus drauf, da sehen Sie es dann. Da sieht man also, wie sich diese Punkte so langsam zu höherer Lebenserwartung nach oben entwickeln und gleichzeitig die Anzahl an Kindern abnimmt. Das ist ein Prozess, der über ja, die Generationen der Menschen
oder Halbgenerationen weitergetragen wird. Man sieht, dass man mit weniger Kindern auch zurechtkommt. Und dann brennt irgendwann Licht in der Bude. Und dann hat man abends oder bei Kerzenschein, bei Licht, hat man mehr Besseres zu tun, als sich um weitere Kinder zu kümmern. Ne? Ja. So, und jetzt blenden wir nach heute um. Ein gewaltiger Sprung. Und jetzt sehen wir, dass die Lebenserwartung A massiv angestiegen ist, nämlich jetzt über die 50 Jahre mit einem Ausreißer da unten. Und die Kinder pro Frau links bei 2 stehen. China unter 2, Indien über 2, 2,3 oder so. Und die amerikanischen Staaten um die 2. Und die vielen Kinder sind nur noch auf dem afrikanischen Kontinent zu sehen mit 5, 6. Und die beiden großen, Kongo und Nigeria, da liegt es noch bei fast 6. Also das sind die schwierigen Staaten, die uns eventuell in Zukunft noch mit der Weltentwicklung ein Problem bescheren werden. Also das ist das Komplizierte daran. Man sieht aber ganz deutlich, nimmt das Einkommen zu, nimmt die Lebenserwartung zu und nimmt die Anzahl an Kindern ab. Wir führen also ein langes Leben mit wenigen Kindern, können wir bei uns sehen. Ne? Schauen Sie mal an, wie viele junge Menschen bei uns rumlaufen. Ja, wir vergreisen. Ich habe mal Deutschland vergreist gedreht. Keine schöne Aussicht bei uns, aber so wird es kommen. So, das heißt, wenn man diese Diagramme genau anschaut, dann müssen wir Wachstum haben, dann müssen wir Einkommen haben, denn dann nimmt die Anzahl an Menschen ab. Das ist der Zusammenhang. Das muss man lernen. Und damit dieses Ganze, wir müssen unser Wachstum begrenzen und zurück auf die Scholle, uns biologisch ernähren und so weiter. Alles völliger Käse, geht genau in die falsche Richtung. Das ist es nicht. Ganz, ganz wichtig. Also wir müssen Handel mit Afrika treiben. Nur wenn wir Handel, und wir müssen Tropenholz kaufen aus Afrika. Wir müssen alles das mit denen an Handel treiben, was sie Handel haben. Denn dann nimmt deren Wohlstand zu. Und wenn der Wohlstand zu ist, fangen sie an, sich um ihre Umwelt zu kümmern. Ging auch erst bei uns. Ne? Zuerst haben wir alles versifft. Als dann der Wohlstand da war, die Arbeitszeit sank, dann wollten wir so in der Freizeit nicht an einem Fluss vorbeilaufen, der stinkt und auf dem Schaum drauf ist. Meine Jugend mehrfach erlebt. Nein, 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 man will einen schönen, sauberen Fluss haben. Was haben wir heute? Ja, konnte man letztlich lesen, unsere Flüsse sind tot. Ja, klar sind sie tot. Wir leiten keine Nahrungsmittel mehr ein in die Flüsse. Das wird alles vorher abgeklärt. Und je weniger Biomaterial wir in die Flüsse einleiten, umso weniger leben da drin Fische oder Krebse oder anderes Getier. Die haben nichts zu fressen. Wenn du einen See ganz sauber oben in den Bergen, in den Alpen hast, da lebt nichts drin. Ja, irgendwo mal so ein Mini-Wurm, Olm, irgendwas, ne? Aber auf keinen Fall irgendein Fisch, weil der findet nichts zum Fressen. Also das Wichtige, unsere Flüsse und Seen sind nicht tot, weil wir sie vergiftet haben. Nein, sie sind tot, weil wir sie nicht mit verschmutzen. Genau, die Artenvielfalt. Die Artenvielfalt, habe ich ja über Artenvielfalt geredet, ist hoch. Wenn der Mensch eingreift und viele Unterschiede oder Grenzgebiete zwischen Wäldern und Wiesen und Zeug macht, ne? Gehölze, Gebüsche und so weiter. Wenn das wachsen lässt, am Ende ist alles Wald, ist die Artenvielfalt minimal. Besonders hier im Norden, ganz arme Wälder. Ne? In Sibirien, wo keiner ist, Artenvielfalt sehr niedrig. Ne? Ja, gut. So, das soll es gewesen sein. Das soll Ihnen zeigen, dass Wachstum gut ist und dass wir das Wachstum im Griff haben und dass wir 30% mehr Ernährung locker von dieser Welt runterbekommen. Allein wenn wir das, was wir bei uns verschwenden und wegschmeißen, wenn wir das reduzieren könnten. Ja, wenn bei uns Nahrungsmittel teurer würden, wie auch immer, dann würden wir besser drauf aufpassen. Früher wurde die letzte trockene Semmel wurde nicht weggeschmissen. Die, das machen wir heute noch. Die kommt dann in den Semmelknödel rein. Ne? So, da gibt es also ewig. Aber heute, hart, mag ich nicht mehr. Ich weiß nicht, wie ich kochen soll. Schmeiß ich weg. Ja, auf dem Weg in die Arbeit hole ich mir ein Stück Pizza. Ja, so schmeißt man halt Zeug weg. Ne? Passiert in Afrika nicht. Ne? So,
Also, schauen Sie sich von Hans Rosling das Video, mache ich auch, oder das mache ich sogar hier noch zusätzlich damit rein. Schauen Sie sich das Video Die 200 Jahre der Menschheit an. Fantastisch. Es gibt dann auch noch die Waschmaschine von ihm. Warum die Waschmaschine so extrem wichtig ist. Und wenn Sie all das geschafft haben, oder am besten, wenn Sie dann sich diese Videos anschauen, dann gönnen Sie sich dazu auch einen ökologischen Loch Lomond Whisky, weil ja, wir schon so weit sind, dass wir uns das leisten können. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.